dass wir ihnen konkrete Angebote machen durch drei zusätzliche Sozialarbeiter, die erstens Männer sind, zweitens ihre Muttersprache sprechen und drittens selber Migrationshintergrund haben. Wir müssen nicht unsere jungen Menschen schützen, wir müssen die ganzen Cottbusserinnen und Cottbusser schützen. Aber weder Sozialarbeit im großen Stil noch Polizisten oder sonst was, die Streife fahren, kann man sich ja aus dem Hut zaubern. Wir kennen ja alle überall Personalmangel. Im Hintergrund sehen Sie gerade, wir sind am Teehäuschen, hier wird eine zusätzliche Videoüberwachung installiert. Herr Oberbürgermeister, Sie hatten das im Wahlkampf, war es eines der ganz großen Themen. Sie hatten es auch natürlich mit nach vorne genommen und auch eine erste Sicherheitskonferenz angekündigt. Jetzt ist sie passiert. Erstmal, was hat Sie gebracht heute? Wer war denn alles an Bord? Worüber hat man Sie unterhalten? Ja, wir haben bereits im November und Dezember diese Sicherheitskonferenz gestartet, vorzubereiten. Wir waren heute gut 40 Vertreter, natürlich angefangen von all den Menschen, die sich sozusagen mit dem Phänomen der Jugendkriminalität in dieser Stadt kümmern. Das sind Ordnungskräfte, das ist die Polizei, das ist die Staatsanwaltschaft, aber genauso auch andere Fachbereiche wie die Ausländerbehörde oder der Fachbereich für Integration und Bildung, die Jugendhilfe, die Jugendgerichtshilfe. Freie Träger waren heute da, die sich insbesondere auch im Innenstadtzentrum auskennen, gleichzeitig auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die IHK, die Handwerkskammer. Wir haben also uns ziemlich breit aufgestellt und haben gesagt, erstens lasst uns noch mal Klartext reden über die Lage. Zweitens, welche Maßnahmen wir bereits ergriffen haben und alle Partner, dass man das auch noch mal deutlich macht. Und gleichzeitig haben wir uns heute zu ganz konkreten weiteren Maßnahmen verabredet. Erstens, weiterhin noch deutlich mehr Präsenz von Ordnungskräften und Polizei, nicht nur in der Innenstadt, sondern in allen Stadtteilen und insbesondere dort, wo sich junge Menschen aufhalten, die eigentlich nur feiern wollen und gleichzeitig von anderen massiv gestört werden. Zweitens haben wir festgelegt, dass Jugendliche, die bereits zu Tätern geworden sind, die wir aber aufgrund des Jugendstrafgerechts eben nur in besonderem Maße sozusagen erziehen können, dass wir ihnen konkrete Angebote machen durch drei zusätzliche Sozialarbeiter, die erstens Männer sind, zweitens ihre Muttersprache sprechen und drittens selber Migrationshintergrund haben und den Weg in unsere Gesellschaft erfolgreich gemeistert haben. Wir brauchen den direkten Zugriff. Engmaschig müssen wir uns um diejenigen kümmern, die sich nicht an die Regeln halten, die Stärkeren sein wollen. Wir müssen nicht unsere jungen Menschen schützen, wir müssen die ganzen Cottbusserinnen und Cottbusser schützen. Und das tun wir gemeinsam. Und das Tempo ist erhöht worden, die Dichte der Präsenz ist erhöht worden. Und gleichzeitig sind wir auch klar, das ist die erste Sicherheitskonferenz gewesen. Eine zweite folgt mit dem Schwerpunkt Sando. Und gleichzeitig parallel dazu machen wir immer ein Monitoring. Wirkt die Maßnahme, die wir eingeleitet haben, zur richtigen Uhrzeit am richtigen Platz? Oder müssen wir wieder etwas verändern? Weil wir natürlich auch wissen, dieses Phänomen wird sich nicht von heute auf morgen lösen, aber es wird sich immer an vielen anderen Orten. Und die Wechselwirkungen müssen wir nicht nur im Auge haben, sondern wir müssen dort immer ins Handeln kommen. Wir müssen vor die Lage kommen. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Optimieren und schauen, wo man Kräfte bündeln kann, weil ich kann mir vorstellen, weder Sozialarbeiter, also jetzt haben Sie ja drei neue diese auf die Piste schicken, aber weder Sozialarbeit im großen Stil noch Polizisten oder sonst was, die Streife fahren, kann man sich ja aus dem Hut zaubern. Wir kennen ja alle überall Personal. Nein, aber man kann, Sie haben völlig recht, das eine erstmal den Schwerpunkt setzen, da sind wir uns alle einig gewesen und wir haben fokussiert, also auch was den Personaleinsatz geht, also Schwerpunkte gesetzt hin zu beispielsweise Innenstadt, hin zu mehr Präsenz zeigen, das ist ein Aspekt. Das zweite ist, natürlich haben wir genauso wie die Verwaltung, wir haben vorgelegt, wir werden in diesem Bereich auch Neueinstellungen machen und haben das zum Teil schon getan und ich weiß, wir sind in guten Gesprächen mit der Polizei, aber insbesondere auch der Landesregierung. Wir brauchen auch für die Großstädte mehr Revierpolizisten. Ist denn da Ihr Symbol, dass die Citywache noch ein Thema in Ihrem Kopf? Nein, insofern habe ich erkannt, es ist viel wichtiger, mehr Menschen in diesem Bereich auf die Straße zu bekommen. Das ist das Entscheidende. Das ist die Maßnahme, die jetzt greifen wird. Sie haben heute auch noch mal einen großen Schwenk gemacht, was überhaupt den Umgang mit Polizisten und so weiter angeht. Warum war Ihnen das so wichtig, heute mal zu erzählen? Weil wir festgestellt haben, alle, das haben heute auch alle, die da waren, noch mal einhellig gesagt, alle, die im sozialen Bereich tätig sind, und das fängt übrigens auch bei der Ordnungskraft, bei der Polizistin an, bis hin zum Erzieher, bis hin zum Lehrer, bis hin zum Pädagogen im Jugendtreff, bis hin zu allen, die mit Jugendlichen zu tun haben, die sind an der Kapazitätsgrenze.
Und zum anderen werden Sie, und das ist jetzt der Appell an uns Erwachsene, wie gehen wir denn miteinander um? Wann haben wir das letzte Mal eine Lehrerin oder einen Lehrer gelobt oder eine Erzieherin und einen Erzieher? Wann haben wir zu einer Ordnungskraft oder zum Polizisten gesagt, es ist gut, dass Sie hier sind? Oftmals erlebe ich, dass wir miteinander und auch gerade mit diesen von mir angesprochenen Fachkräften nicht gut umgehen. Wir achten einander zu wenig, wir respektieren einander zu wenig. Wenn junge Menschen, wir erwarten von jungen Menschen, sich zu integrieren und nach unseren Regeln zu spielen, dann zeigen wir unseren Wertekompass und bringen den im Alltag auch wieder zur Anwendung. Sagen wir nicht nur nochmal Danke, sondern gehen wir respektvoll mit den Menschen um. Eine Frage noch, Thema Videoüberwachung. Wie geht es damit jetzt weiter? Ja, im Hintergrund sehen Sie gerade, wir sind am Teehäuschen. Hier wird eine zusätzliche Videoüberwachung installiert. Gleichzeitig haben wir in dem Bereich auch durch die Polizei und andere schon die Möglichkeiten. Also auch in diesem präventiven Gedanken werden wir weiterhin tätig werden. Und es werden auch neue Streetworker zunächst jetzt mal auch eingestellt. Was soll das bewirken? Diese drei Kolleginnen und Kollegen sollen den direkten Zugriff auf die Jugendlichen haben, zu denen wir überhaupt keinen Kontakt haben. Wir haben immer erst den Kontakt, wenn sie straffällig werden. Das ist zu spät. Wir müssen mit ihnen ins Gespräch kommen, Angebote machen. Wenn diese nicht angenommen werden, müssen wir auch konsequent mit ihnen umgehen. Und deshalb auch an dieser Stelle noch mein Appell. Es ist eine bundesweite Debatte. Die ist zwar gut, aber viel wichtiger ist, dass sie auch Folgen hat. Nämlich, dass wir diesem Phänomen, was in ganz Deutschland gerade abgeht, auch durch ein Jugendstrafgesetz Rechnung tragen, durch Veränderungen, durch Gesetzesänderungen. Denn das erwarten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur beim Ordnungsamt, bei der Polizei, sondern auch in der Staatsanwaltschaft und auch in den sozialen Bereichen. Wer immer wieder die Spielregeln nicht einhält, der muss vom Platz.